Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Empyreon Galactic Survival. Ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Gabax. Jo, hallo Leute. Ja, und das war's auch schon, der und der Revano. Kleiner Drecksack. Kleiner Drecksack. Hallo, der Revano-Check-EP ist auch dabei. So, ja, ich habe jetzt hier was vor. Das werde ich denen noch nicht erzählen. Das werden die dann schon sehen, wenn sie wieder nach Hause kommen. Oh Gott, der will das Haus abreisen. Wenn sie wieder nach Hause kommen, genau. Ich habe schon alles, anstrengenden Reise. Ich habe schon alles vorbereitet dafür. Oh Gott, ich sehe schon die C4-Tropfen an der Wand. Tschick, tschick, tschick. Okay, gut, hast du mir jetzt der Ivan und ich können eben nochmal schnell Kupfer sammeln, ne? Ja, ey, du bist gerade durch die Tür gegangen, ohne dass sie aufgeht. Ach, guck mal, wir haben sogar Kupfer direkt bei uns in der Nähe, brauchen wir gar nicht hinfliegen, guck mal. Oh, ich wollte aber, dass du mich fliegst. Ja, da kannst, kannst du mitsammeln. Okay? Ja, kann ich auch. Ah, cool. Kann ich auch. Ja. Yippie, wie viel Prozent haben wir? 86, oder? Können wir uns ordentlich austoben. Wow, Alter, hier ist tief runter. Geh mal bitte in das Loch rein, guck mal, ob, die, ob das Loch sauber ist. Genau, geh mal rein, opfer dich mal. Okay, dann holen wir raus ins Disruptorstrahl hier. Gucken, ob wir auf alles abkriegen. Oh, das ist wie dieses Schweißlicht, weißt du? Ich habe ja früher als Industriemechaniker musste ich viel schweißen. Das erinnert mich ein bisschen daran. Ja. Guck nicht ins Licht, guck nicht ins Licht. Und was haben wir alle gemacht? Ins Licht geguckt. Und dann abends hatte man dann so, die Augen waren dann so total am Drehen und am Jucken und am Schmerzen. Wie nennt man das, ja, glaube ich, wie hieß das, boah, da gab es einen speziellen Überanstrengung Namen von den Augen? Nee, das hieß irgendwie anders, da gab es einen richtigen Namen. Vielleicht weiß das ja einer, kann man bitte in die Kommentare schreiben. Hieß das Augensonnenbrand? Ey, ich weiß das gar nicht mehr. Das war ganz komisch, so wie Sand in den Augen, echt übel. Ja, und dann habe ich immer die Maske aufgesetzt. Und die fand ich so cool und die habe ich immer noch auf. Ja, ja, das... Die ist immer noch. Deswegen bist du immer so hässlich. Pass auf, dass ich euch die Maske nicht bald gebe. Nee, zu Fasching darf man sich auch mal verkleiden, ne? Genau. Oder? Ja? Ja, deswegen ziehst du dann auch endlich mal die Maske ab. Ja, da kam ein Kumpel von mir, der war nicht verkleidet und dann habe ich den zu ihm gesagt, ja, ja, kannst du langsam mal dein Kostüm ausziehen. Das fand er nicht so witzig. herrlich. Na, ja, Kostüm vom letzten Jahr noch an, ne? Ja. Wäschst du dein Kostüm eigentlich nie? Dö. Ja, in NRW ist schon echt viel los mit Karneval, so, da kann man nichts sagen. Ja, aber ihr hättet auch wegen Sturmwarnung. Ja, ist überall abgesagt, nur in Köln haben sie es rausgehauen, ne? Also Düsseldorf und so, die haben alle gesagt, nee, der Wind kommt, da fliegen nur die Einkaufswagen weg. Und ja, na gut. Aber die wollen es, ich habe gelesen, man munkelt, dass sie es vielleicht nachholen wollen. Na, ich bin gespannt. Zu Osterhasen oder so, weißt du, war nicht Karneval. Werfen dann so kleine Kanickel darunter. Ja, wir haben ein Herz für Tiere. Wie viel Prozent haben wir noch? 75, Alter. Onkel hat auch Karneval gefeiert, oder? Naja, klar. Ja, wie schon Rivano sagt, der feiert halt immer Karneval. Hast du Ziegelsteine geworfen statt Bonbons, oder? So. Und dann so, gewundert, warum die Leute alle Kopfschmerzen haben. Mehr können wir jetzt in den Raum nicht reinbauen, das sieht dann scheiße aus. Oh, okay. er hat wahrscheinlich eine Erweiterung gemacht. Vielleicht kriege ich ja mal eine kleine Stube. Evano Paris, Paradise. Natürlich. Was war das nochmal für den Planeten? Das war der beste Planet, ne? Der menschlichste Planet. Aqua, ne? Heißt der. Aqua, Mala. Ja, das ist der lebensfreundlichste. Ja, viel Grün, viel Wasser. Gibt's ja noch den Wüstenplaneten, der ist ja, ja, feindlich gesinnt, vor allem wegen dem Sauerstoff. Dann gibt's, da müssen wir immer Helm tragen, oder? Ja, ja, genau. Boah, den Lavaplaneten waren wir auch noch nicht, da müssen wir auch mal hin. Lavaplaneten, dann gibt's einen Eisplaneten und ja, es gibt jetzt inzwischen, kannst ja kurz mal auf M drücken. Du hast ja jetzt deutlich mehr, das ist nämlich hier Aqua, Aqua Moon, dann Omikron, Omikron Moon. Wo bist denn du? Ich sehe das gar nicht. Hast du es auf M. Ah, jetzt, jo. Ja, ja, und da kannst du Karte und dann, genau. Richtig. Da drunter die, Da hast du verschiedene Planeten, genau. Oh, die Gravitation wird sogar angezeigt. 0,84 G. Und sogar die Schwierigkeit. Guck mal, wir sind jetzt auf Schwierigkeit 2. Zwei.
Also auf dem leichtesten. Boah, der unten hat 5,8. Übel. Ah, nee, 5 bei mir. Okay, 5,8. Nein, 5,8 AU, das ist die Distanz. Das sind Astronomic Units. Ach so, der Masperon ist der Planet. Ist das der? Der Masperon ist. Was ist das für ein Planet? Hallo? Also dunkel, weiß ich gerade gar nicht. Da steht Alien. Ach, guck mal. Das ist vielleicht diese Aliens, die gerade hier die Basis eingenommen haben. Haben die vielleicht einen eigenen Planeten bekommen? Kann sein. Dass wir die dann also vielleicht angreifen können. Weil hier ist ja gemäßigter Planet. Dann haben wir unfruchtbarer Planet. Wüstenplanet. Das ist ein Alienplanet. Hyhines, oder wie das ausgesprochen wird. Ist auch ein Wüstenplanet. Genau, und ganz unten Masperon Alien. Ja, das hört sich doch so an, als hätten die ihre eigene Basis. Lava, vielleicht können wir Eisplanet. Die angreifen. Das wäre ja geil. Nice. Das wäre echt mega episch. Bisschen wie XCOM, ne? Da musste man dann auch hinterher zu den Heimatplaneten der Aliens. Und denen aber dafür braucht man natürlich erstmal ein Raumschiff, ne? Ja, ich meine, guten Pilot haben wir ja, ne? Wir werden im Weltraum, kannst du ja Saltos machen, wie du willst. Da kannst du nicht runterfallen. Ha! Genau. Der Onkel, der baut auch über das Raumschiff ein geiles Dach drüber. Und ich sitze hinten und guck einfach raus aus dem Fenster. Weißt du, was wir vielleicht vergessen haben das letzte Mal, dass wir im Weltraum nicht überlebt haben? Irgendwie eine Verstärkung von der Wende oder so. Kann sein, ja. Also eine Verstärkung vom weiß nicht, vom Dingens halt. Keine Ahnung. Und einen anständigen Piloten hätten wir dabei haben müssen. Das wäre das war ich dir nicht anständig genug? Naja, du hast uns alleine gelassen. Ja, ich bin ja versehentlich ausgestiegen. Das war ja keine Ahnung. Ja, versehentlich, habe ich genau gesagt. Jetzt ist vorbei. Ich nehme den letzten Fallschirm. Genau. Fallschirm im Orbit. Ja, wieso? Es gab schon mal einen, der hat's auch versucht mit dem Fallschirm. Einmal und die wieder. Naja, runter kommt man immer, ne? In Stücke, im Ganzen, in Teile. Was, in Thailand? Ja, da auch, ja. Was haben wir hier? So, ich habe jetzt erstmal genug Eisen. Wieso? Weißt du doch gar nicht. Kupfer meine ich. Ja, wollte schon sagen. Verarbeite das jetzt schon mal. Er hat Kupfer in Eisen umgewandelt, der Gabax. Das kann auch nur der Gabax. Mal sehen. Könnten wieder diese geilen Bug-Games sein, ne? Versacken Bugging. Warum geht denn das jetzt wieder nicht? Wenn man da Eisen in die Schmelze packt, löst sich einfach das Eisen auf. Das sieht doch gut aus. So machen wir das. Ja, der hat auch getrickst. Aus Eisen Luft gemacht. Genau. Oh, wo hat denn der? Ich kann auch tricksen. Ich kann machen, dass Luft stinkt. Man lässt einen Düsenantrieb. Ach, konntest du die Sachen einfach umstellen hier? Ging das? Oder musstest du sie kaputt machen? Musst du kaputt machen. Also pass auf, es hat jetzt hier jeder seine Kiste. Du hast hier eine, guck hier oben auf den zwei Kanister. Oh, wunderschön. Weil wenn wir auslocken, müssen wir das Zeug zurücklegen. Dann Revanos ist hier. Und hier ist eine Allgemeinkiste. Die steht halt hier, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ach, die hängt hier oben in der Luft. Und Revano, ja genau, das ist deine da drüben. Also wenn du dann vorm Auslocken hier deine Sachen da reintust, dann da rein, dass wir das auseinanderhalten können. Die Frachtbox, Revanos Frachtbox. Und das ist halt hier der Allgemeine und da ist dein Constructor. Aber ich habe noch nicht aufgeteilt, das müssten wir vielleicht noch machen. Wo ist mein Constructor? Vorne an der Tür. Hinter dir, du Pfau, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ach da, jetzt, ja, alles klar, cool. Dann nehmen wir doch jetzt einfach ein bisschen was raus aus unseren und geben das ihm, weißt du? Naja, macht man bald erstmal. Ich habe ja eh noch nichts erfunden. Soll ich dieses Kupfer, weil ich gesammelt habe? Und packst 307. 307, ja. Draußen packst du das rein. Ist das für alle, oder? Draußen? Ja, genau. Onkel, ich habe ihm mal ein Viertel von meinen abgegeben, ne? Von ihr Material. Gebt mir alles, was ihr habt. Ich mach das auch so. Genau, weil dann hat er erstmal. Start. Ja. Vorher war das immer Dritteln. Dritteln und Schnippeln. Brauchen wir zu essen, meine lieben Kandidaten, ja? Ja, ist doch was im Kühlschrank. Hab doch genug produziert. Aber richtig viel sogar. Ja, kannst du mal sehen. Da werde ich mir mal hier ein paar Rumpsteaks raus. Dann auch Zeug rein hier. Rumpsteaks. Sind gesund und sind lecker. 1, 2, 3, 4. Köstlich.
Sauerstoff wieder nach. Boah, ich esse nachher auch noch was, Leute. Ich muss nachher was essen. Ich darf nicht, aber ich muss. Kann nicht anders. Du kannst. Du Arschloch. Was? Ja, ja. Aber nur Grünzeug. Ja, ja. Von dem Gras drauf. Ja, von dem Gras. Mach dich nur lustig, du kleiner Drecksack. Ach scheiße, das hab ich doch schon gebaut. So. Onkel. Ach so, ja, lieber. Ach nee, ist doch schon. Ach Quatsch, alles gut, ich sag gar nichts. Passt schon. Der Pater kommt ja erst in 300 Wochen raus, also. Passt schon. Ja, irgendwann. Dann ist schon alles vorbei. Okay. Wenn ich jetzt von diesem Wochenende erzähle, ist ja eh schon vorbei dann. Richtig. Nee, deswegen, das ist mir gerade noch so eingefallen. Aber es war schön, das Wochenende, ne? Das war auf jeden Fall herrlich. Auch der Film. Der Film der Filme. Ich glaube, das war Gabax unter der Maske. Also ich war mir ganz sicher. Definitiv. Auch die Saltes und so, ich wusste gar nicht, dass du so sportlich bist. Aber es war doch Ryan Reynolds. Ach, verdammt. Nee, das war Wayne Reynolds mit der... Nein, das war Gabax mit der Wayne Reynolds-Maske. Genau. Ich war nämlich mal im chinesischen Wanderzirkus unterwegs. Deswegen kann ich das. Und klar, das waren auch keine Schwerter, die du in der Hand hast, sondern das waren kleine Räucherstäbchen, die nur als Schwerter getarnt waren. Genau. Wow, genauso scharf. Und das rote Kostüm, was du anhattest, war eigentlich von Spider-Man, nur umgeschneidert. Warum merkst du das nicht? Meine Fresse. Bitte was, Gabax? Habe ich mir nur ausgeliehen. Ach so. Hast du es wieder zurückgegeben? War gar nicht meins. Den Wayne Reynolds. Ja, verschwitzt wiedergegeben. Als du ihm sein Gesicht wiedergegeben hast. Genau. Du hast gesagt, hier, nimm dein altes Handy. Ich baue mal ein paar Flügel dran, damit das ein bisschen... Alter, ist kein Witz, Gabax. Du warst gerade in der Luft. Ja, ich weiß. Du hast ein Jetpack, Kollege. Ach so, da kommt gar keine Düse mehr raus hinten. Das war einfach so wie Telekinese-Kräfte, dass du in der Luft bist. Ja. Boah, baust du gerade den Jet aus? Boah, ich geil. Ja. Ich muss ja auch nach was aussehen hier. Ja, das sind Stützräder in Wirklichkeit, meine lieben Kandidaten hier. Damit er nicht mehr zur Seite umkippt. Richtig. Nee, vollkommen richtig. Ja, Stützräder. Mach mal bitte Laserkanone dran. Ich habe gelesen, dass wir auch Jetkanonen haben können. Damit können wir dann über die Waffenfabrik flattern, aus der Luft können wir auf die Viecher ballern, aussteigen, ja, und den Rest... Ja, später, Joa, wenn wir dann die Materialien dafür haben, dann mache ich das gerne. Ich sammle die sogar freiwillig, die Materialien, um diese Art Action mitzuerleben zu dürfen. Do you know what I mean? Dazu brauchen wir, glaube ich, erstmal das richtige Level. Level 17 oder so, Plasmakanonen. Was ist eigentlich mit diesen Steinchen hier? Warum schweben die eigentlich? Bist du immer so... Witzig, so, oh, bist du so witzig, Rivano. Total witzig. Was denn? Du bist Level 9. Da kannst du nichts, ne? Wir müssen erst Level 17 da werden. Nix. Ja, nicht viel. Ah, ne, Level 12, dann ist Ende. Ach, nee, Quatsch. Was brauchst du denn jetzt noch? Ey, du bringst mich total durcheinander, Rivano. Geh an deinen Konstruktor, du kleines Rindviech. Ja, geh ich kleines gleich, nachdem ich deinen Riss... Oh, Gabax, ich nehme mal ein paar Ressourcen raus. Nein, ich hab dir schon welche abgegeben. Rein. Ach so, ja, dann nehme ich mal. Jeder von uns hat was abgegeben. Ja, ich guck grad, was kann ich denn gebrauchen? Metallstücke? Was kann ich denn gebrauchen? Nimm das, was du bekommen hast. Ist wie ein Flohmarkt hier. Ja. Nimm, was du kriegen kannst. Nee, Quatsch, was soll ich denn damit? Ich brauch da doch gar nicht, Mann. Ihr wisst doch, was ihr bauen müsst. Wie, ja, jetzt habe ich dir den scheiß Konstruktor umsonst gebaut, oder was? Nein, natürlich werde ich da was konstruieren mit. Wenn ich dann hier mit Waffen, Munition, eine ganze Zebra-Gedöns, werde ich mir alles holen. Zebra-Gedöns? Ja, und dann kann ich den Leuten mal zeigen, was man hier alles bauen kann. Oh, echt coole Sachen. Aber ich habe wenig. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Eisenbeeren, Silizium. Eisenbeeren? Du hast wenig, willst du verarschen? Magnesiumpulver, Kobold, aber da fehlt dann noch was. Kupfer, ja, waren? Kupfer fehlt dir. Das ist ja gerade am Verarbeiten. 93. Dann haben wir noch diese Promethium-Tabletten. Irgendwie ist das gerade komisch, ob ich das machen will. Ah ja, es wird schon. Ja, Gabax, was machen wir jetzt vor lauter Angst? Sollen wir irgendwas kaputt machen? Vor lauter Angst? Ich baue jetzt das Raumschiff ein bisschen aus. Das schöner aussieht und so. Ja, dann sammle ich noch ein bisschen Kupfer. Genau. Ja, ich gehe mal Kupfer ballern. Kupfer ballern. Mach die Kupfermine leer, denn ich bin ein Held. Na komm schon, wo bleibt der Block? Gabax, was machst du am Samstag gegen 21 Uhr? Oder was hast nicht du? Nicht deinen Stream gucken. Du Drecksack.
Ist doch nicht meiner. Es gehört dem Onkel, aber ich bin dabei gewesen. Ach, schön, dass du da, schön, dass du dabei gewesen bist, Gabax. Nach 200 Stunden Foltern und Nerven, dass er mal reinguckt, war er auch einmal ganz kurz da. Genau. Ja, ich hoffe. Tu es. Sei einmal Mann. Ich hoffe, tu es. Ich hoffe, tu es. Jetzt, sofort. Oh, was ist denn los hier, ey? Warum dreht denn sich das nicht? Du darfst auch Kommentare schreiben. Darf ich das? Mhm. Onkel erlaubt es dir. Mach ich denn das jetzt? Mach ich das so oder? Da war das Ding doof oder was? Ich will das da oben dran haben. Es ist dumpf. Dumpf. Es ist dumpf. Ich hab nicht dumpf gesagt. Es ist dumpf. Kleiner Hai. Dim, dim. Kleiner Hai. So, das Raumschiff, das wird zu langsam. Kann natürlich sein, dass das nicht schwer genug war, das Raumschiff. Dass es erst ein gewisses Volumen erreicht haben muss, um nicht zu zerschellen. Na, wieso geht denn das hier nicht? Das ist doch doof. So, da brauchen wir. Da habe ich jetzt ein paar Schrägen. Da brauche ich dann noch ein paar von. Ein paar. Zack, dafür brauche ich ein paar. Oh, Manu. Manometer. Aha. Das ist doch Innenbeleuchtung. Was soll denn das? Warum geht denn das nicht? Weiß ich nicht. Ich kann das nicht da oben ansetzen. Be happy. Mm-hmm. Don't worry. Be happy. Mm-hmm. What? So, warte mal. Kann man denn nicht jetzt hier irgendwie bessere Sachen lernen? Warte mal, auf die Technik bauen. Du musst ein höheres Level haben. Dann kannst du bessere Sachen bauen. Doch schon. Hast du Level 12 erreicht? Ja. Ich finde es so wahnsinnig wie. Lustig, der Revano ist. Warum? Panzerung. Ja, Onkel, was soll ich denn so sagen? Soll ich dann noch sagen, oh Gott, du kannst nichts? Dann versuche ich das ein bisschen aufzulagern. Das wirst du schon rausfinden, wie das funktioniert mit der Beleuchtung. Mensch. Ich hab doch gar nicht mich gemeint. Ach, guck mal. Hä, du hast doch gerade Revano gesagt. Hä? Ja, weil du was gesagt hast. Ah, shit, ich brauch was zu Ja, sagen. Und ich wollte auch antworten, weil du was gesagt hast. Schubdüse gepanzert. Ah, ich glaube, das liegt einfach nur daran. Mhm. Ach. Ich bin am Kupfer sammeln. Ich bin vertieft in meiner Arbeit. Fahrwerke. Ach, guck mal, das sind Fahrwerke, die man scheinbar ausfahren kann. Ich glaube, ich weiß wieder warum. Wer kriegt denn da Schaden? Ich. Hunger. Achso. Was habe ich jetzt schon? Ach Mann, ey, ich bin so lange an dieser scheiß Brücke bloß beschäftigt, weil ich einfach zu doof war, um wieder Warmes aufzubauen. Aha. Ich habe wieder einen Block falsch rumgesetzt, versehentlich. So, ich lerne jetzt erstmal ein paar Sachen gerade hier. Level 15 bin ich noch nicht. Ach, das Cockpit kann ich auch schon. Das habe ich jetzt gerade wieder gerafft, dass ich hier wieder mal was falsch gemacht habe. Passagiersitz. Warte, Passagiersitz im Small Weasel? Okay. Misk, was kann man da denn lernen? Munitionskiste, Kraftstoffzelle. Ich würde schon sagen, das ist doch schön. Unten machen, so. Kann jetzt Kraftstoffzellen groß bauen. Yay! Nice. Okay, die versorgen uns dann nochmal 3 Jahre länger, oder? Und den Treibstofftank groß kann ich jetzt auch bauen. Und den O2-Tank groß. Und ja, den Kühlschrank. Wenn du das baust am Raumschiff, dann können wir da bestimmt auf einen anderen Planeten. Und einen großen Generator kann ich jetzt auch bauen. Naja, für die Base kann ich das auch bauen hier. Und pass auf jetzt. Ja. Ha! Ach, guck mal, es gibt noch einen fortgeschrittenen Konstruktor, den lerne ich auch mal. Den habe ich doch gesagt, dass es den gibt. Achso. Wisst ihr, was geil ist? Also was ich hoffe, wenn wir da mal den Planeten verlassen, wenn wir wieder zurückkommen, dass unsere Basis noch da bleibt. Okay. Ne, das wäre natürlich echt, weil ja, dann könnte man nämlich alle Planeten besiedeln, hin und her reisen und gegen die Aliens zu kämpfen. Wäre echt mies, wenn wir dann auf den Planeten der kommen und der wieder normal refreshed wird. Das wäre echt krass. Ne, das werden die schon bedacht haben. Ich hoffe, I hoffe. Nein. Ach, man kann also eigentlich so. Oder es kommt wieder ein Patch und dann ist war's wieder. Genau, dann war's es wieder. Kennen wir ja. Also, ich glaube, dann würde ich aber auch erstmal pausieren, glaube ich. Ich glaube, dann wär's das auch erstmal für mich. Wenn erstmal wieder ein Patch kommt mit Neuanfang. Ja, dann würde ich erstmal, glaube ich. Ja, wir machen doch dann jetzt eh dann bald mal wieder so ein paar angezockt, oder? Würde ich sagen, ne? Zusammen. Ich hab ja ein paar gemacht allein.
Ja, wollen wir den großen Treibstofftank mal hier hinbauen? In unsere Base? Was? Großen Treibstofftank könnten wir jetzt bauen hier in die Base rein. Yeah. Oder reicht uns das erstmal das kleine Teil? Was meinst du, O2 oder was? Nee, Treibstoff. Für Strom. Weil sonst müssen wir nicht so oft mal hier nachtanken, weißt du? Kraftstoffzellen. Die übrigens fast leer sind. Sind die zwei Stockwerke hoch, weil da brauchst du ja bloß die Außenwand wegzureißen. Der Vorteil ist halt, dass du mehr reinkriegst und ich kann ja jetzt die großen Kraftstoffzellen bauen. Dann würde ich sagen, da reißen wir diese kleine hier mit weg. Ja. Oben drüber das Dach noch und dann kannst du die da reinstellen. Aber dann lass mich erstmal den großen Treibstofftank bauen, sonst haben wir keinen Strom mehr. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Selbstverständlich. So, Alter. Was ist denn das? Ich komme hier überhaupt nicht klar. Was ist denn das? Ich muss die mir jetzt mal angucken. Was hat er denn, mein Kleiner? Ja, aber Onkel, ich würde sagen, wir haben es schon wieder soweit. Oh, na eben. Onkel ist dran. Richtig. Der Onkel ist ran. Das sieht irgendwie kacke aus. Was war das? Was denn? Das ist ja fast ein Ding. Ich habe den Stein getestet, ja. Okay, dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, da sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich dann drüben das Gewächshaus anfange und wir das Ding hier noch hinbauen und Revano weiter scheiße labert. Und dann würde ich sagen, bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.